Oh, die Tante wieder, Digga. Und er hat es schon wieder getan. Schnips! Tante Ilona hat wieder richtig Bock auf Money machen und hat es wieder getan. Ein Satz von diesem Mann reicht und dir fliegt der Schnuller weg. Und damit ein herzliches Ja, Moinsen, meine Meisters und Meisterinas und was geht, Krypto-Gang. Hälfte der Woche ist geschafft und na klar müssen wir heute einmal über Doge und die Sperenskis von Tante Baba Ilona sprechen. Wir sprechen auch darüber, ob heute der Tag ist, wo Bitcoin wieder einen Aufschwung mitnimmt und warum das wahrscheinlich passieren wird. Und der IWF, also der Internationale Währungsfonds, hat wieder mal ein dickes Problem mit Krypto und schreit nach Regulierung. Alles wie gewohnt, meine Freunde, nach dem Intro. Shalom, grüß Gott, Konnichiwa und Salamu Alaikum, meine Freunde der digitalen Vermögenswerte. Ja, Elon Musk hat es wieder getan. Habt ihr ja gerade schon gesehen, was der Mann wieder mal mit nur einem Twitter-Post ausgelöst hat. Es ist unfassbar. Also angefangen hat das jetzt vor ein paar Tagen, Freunde. Da wurde er von der Time zur Person des Jahres gewählt. Da regen sich momentan einige drüber auf, was ich persönlich nicht verstehen kann, weil meiner Meinung nach ist Elon Musk einer der bedeutendsten Menschen und Visionäre unseres Zeitalters. Aber wir sind ja nicht die Klatsch-Boulevard-Presse und kümmern uns um Krypto-Dinge. Und was Krypto-Dinge betrifft, kann ich euch erzählen, dass er während diesem Interview mit der Time, weil Mann des Jahres und so, er zeitweilig auch nochmal zum Ausdruck gebracht hat, wie toll er Dogecoin findet und so. Jetzt kann man so in etwa sagen, dass er damit wieder seinen Mastermind-Move eingeleitet hat. Denn gestern kam der Brudi wieder auf die glorreiche Idee, sich eine Minute Zeit zu nehmen, kurz seine Fingerchen vorzubereiten, die Tastatur reinzutippen und damit wieder den halben Kryptomarkt hops zu nehmen. Ich bin immer wieder aufs Neue brutal erstaunt darüber, was dieser Mann für eine mediale Macht hat. Ein einziger Twitter-Post und das Ding ist innerhalb von ein paar Augenblicken um 35% gestiegen. Dürfte ja mal irgendwie was Nettes über XRP sagen oder so, da hätte ich auch kein Problem mit. Jedenfalls artete das dann so aus, dass er angekündigt hat, dass einer seiner kleinen Firmen, Tesla, Dogecoin für das Bezahlen von einigen Produkten akzeptieren wird. Also man wird da anscheinend zwar keine Teslas mitkaufen können, weil die Betonung lag hier auf, einige Dinge werden damit käuflich sein. Dann hat er auch nochmal vorhergehoben, warum sich Doge seiner Meinung nach besser als Zahlungsmittel eignet als Bitcoin. Zitat: Das Transaktionsvolumen von Bitcoin ist gering und die Kosten pro Transaktion sind hoch. Er eignet sich zumindest in seiner Grundform als Wertaufbewahrungsmittel, aber im Grunde genommen ist Bitcoin kein guter Ersatz für eine Transaktionswährung. Bei Doge sieht er das natürlich wieder ein bisschen anders, obwohl er zugibt, dass Doge leicht inflationär sei. Leicht inflationär, okay. Aber dass das ja auch das Gute bei Doge wäre, weil die Leute dann nicht auf die Idee kommen, das Ding durchweg zu hodeln. Ne? Also es eben nicht als Wertaufbewahrungsmittel zu sehen, sondern Doge auch ausgeben. Und da sind wir uns dann doch wohl mal einig mit der guten Tante Ilona. Natürlich ist Doge kein Wertaufbewahrungsmittel, natürlich nichts zum Hodeln, blöd. Und leicht inflationär ist für meinen Geschmack ein bisschen untertrieben, aber echt. Nur ein Müh untertrieben, Freunde. Ach ja, der Elon. Autos und Raketen bauen kann er. Da sagt ja keiner was. Lass mal Krypto weg, dann bin ich Fan von dem Mann. Also absoluter Fan. Dann sehe ich den Kerl als einen der wichtigsten und großartigsten Menschen, die je gelebt haben. So weit gehe ich tatsächlich. Nur lass die Finger von Krypto, Digi, oder push halt die richtigen Kryptos. XRP. IWF warnt vor globaler finanzieller Instabilität durch Kryptowährung. Also um das kurz direkt mal auf den Punkt zu bringen, der IWF ist der Internationale Währungsfonds. Die sehen jetzt, zumindest sagen sie das, Risiken für den traditionellen Finanzsektor durch Krypto. Was die jetzt wollen und fordern, ist eine umfassende, konsistente und koordinierte Regulierung für Krypto und das weltweit. Okay, wie kommen die jetzt darauf? Im Prinzip einfach erklärt, die Kernaussage in diesem ganzen Schinken hier ist, dass Krypto ist denen zu volatil und mit 2,5 Millionen Dollar an Gesamtmarktkapitalisierung massiv überbewertet. Diese Bewertung sei konsequent überzogen. Das war der genaue Wortlaut von den Brudis. Noch ein Grund, den die genannt haben, jetzt wird's lustig. Kryptowährungen würden es den Regulierungsbehörden dieser Welt viel zu schwierig machen, sie zu regulieren. Alles viel zu intransparent, zu undurchsichtig und viel zu anonym, Freunde. Nein! Nee, wie... Sag mal, liebe Brudis vom IWF. Ich hab da jetzt mal so eine Frage. Habt ihr da
irgendwie, also man munkelt, habt ihr da irgendwie was nicht verstanden? Genau das war der Plan. Danke fürs drauf aufmerksam machen. Wir wären ohne euch nie darauf gekommen. LOL, Digga. Die schreiben, ne, wir fordern umfassende internationale Standards, die die Risiken für das Finanzsystem umfassender berücksichtigen. Also Freunde, ich persönlich, nur ich jetzt, okay? Ich kann den Brudis vom IWF nur wärmstens empfehlen, sich einmal kurz hinzusetzen und sich mit der Entstehungsgeschichte von Bitcoin zu befassen. Mit der Grundidee und mit der Version von Satoshi Nakamoto. Also was überhaupt sein Antrieb war, Bitcoin und damit ja die Blockchain und alle Kryptos, die irgendwie danach kamen, zu erschaffen. Ihr werdet schnell merken, dass genau das, worüber ihr gerade rumheult, der Plan war. Von Anfang an, das war der Plan, Blatt. Weg von eurer Zensur und Regulierung. Deswegen gibt es ja Bitcoin. Vielleicht macht es da dann jetzt Klick. Und eigentlich sind wir, also die Menschen, die Bitcoin verstehen bzw. kryptoaffin sind, ganz zufrieden, so wie es ist. Naja, was soll ich euch sagen, Freunde? Flächendeckende Regulierung werden wir niemals verhindern können. So viel ist eigentlich klar. Aber ich bin heilfroh, dass es für Bitcoin keinen einfachen Ausschalter gibt. Glaubt mir eine Sache, Freunde. Die werden in der Lage sein, so gut wie alles zu regulieren und die können auch am Ende so viel verbieten, wie sie möchten. Die sind nun mal irgendwo am längeren Hebel. Das wissen wir auch alle. Das streitet auch keiner ab. Solange es auf dieser Welt noch irgendwo in der kleinsten Parterre und in der kleinsten Ecke den kleinsten geringen Zugang zum Internet gibt, gibt es auch die Möglichkeit, zumindest am Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen, ohne dass irgendeine Regierung irgendwas dagegen tun könnte. Bitcoin ist und bleibt unzerstörbar. Nur um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Bei anderen Altcoins sieht das alles wieder ganz anders aus. Alles klar, ich weiß, aber der Gründervater, also Bitcoin, ist unzerstörbar und wird niemals wieder verschwinden. That's a fact. Kann demnach auch niemals kontrolliert oder verboten werden. Aber gut, Freunde, machen wir weiter. Endet der Bitcoin-Abwärtstrend am Mittwoch. Kaufinteresse auf Bitphoenix. Also laut diesem Bericht, den wir jetzt zusammen kurz durchgehen, besteht die Möglichkeit, dass heute ein kleiner Aufschwung gestartet wird. Warum das so ist? Folgendermaßen. Die US-Zentralbank wird jetzt eine Erklärung zu Inflation und zu Vermögensverkäufen rausgeben. Also heute. Und da wir uns alle schon ausmalen können, dass das alles andere als positiv ausfallen wird, spekuliert man jetzt aufgrund von Bitcoins dezentralen Eigenschaften darauf, dass dann nochmal die Luzi in Richtung Kaufen abgehen könnte oder vermutlich wird. Sowas nennt man dann übrigens Sell the Rumors, Buy the News. Ist ein immer schon dagewesenes Prinzip im Kryptomarkt. Und ja, im Zuge dessen konnte man jetzt auch erhöhte Aktivitäten auf Bitphoenix feststellen, sodass man davon ausgeht, dicke Wale und Großanleger bereiten sich gerade genau auf diesen Moment vor, um nochmal richtig zu pumpen. Der Analyst William Clement sagt dazu Folgendes. Ich denke, dass der FOMC durchaus ein Sell the Rumor, Buy the News Ereignis sein könnte. Dazu kommt, dass das illiquide Angebot wieder auf einem Jahreshöchststand ist und auf Bitphoenix ein großes Kaufinteresse entsteht. Ich persönlich muss jetzt gestehen, Freunde, dass ich da sehr, sehr neutral bin und keine wirkliche Meinung... Ach ja, halt die Klappe jetzt hier. Sorry. Also nochmal, ich habe jetzt keine wirkliche persönliche Meinung oder Erwartung dazu, weil, gut, auf Bitphoenix brodelt es jetzt gerade so ein bisschen und am Ende ist das jetzt aber... Darüber sollten wir uns einig sein, Spekulation und kein Muss, weil gucken wir uns fast jede andere Börse an, sieht alles bearish aus, was Bitcoin jetzt betrifft. Die Charts, die sind ja eindeutig, zumindest noch jetzt gerade, wo ich das hier aufnehme. Also es passiert jetzt gerade was. Ihr wisst ja, ich nehme das immer ein paar Stunden vorher auf. Freunde, bitte köpft mich nicht wieder, wenn ihr das Video um 10:30 seht und der Markt ist völlig eskaliert, Bitcoin ist irgendwie bei 70 Millionen Euro. Dann tut's mir leid. Aber jetzt gerade Standpunkt jetzt, wo ich das aufnehme, ich kann ja auch nicht durch die Zeit reisen, ist es halt so, wie es ist. Ne? Auch wenn jetzt gerade hier wieder grüne Welle herrscht, aber wir sind da gerade eben erst so reingeschlittert. Also die Chartanalyse vom Flo gestern für BTC, die hat sich im Grunde, also die ist nicht verworfen. Die ist immer noch mit den gleichen bearischen Aussichten. Seit Oktober wurde fast nur noch großvolumig verkauft. Wir hatten auch im November einige kurzweilige Einbrüche und keiner davon wurde wirklich nachhaltig oder brutal spürbar aufgekauft. Oder habe ich was verpasst? Normal volatil, klar, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen bin ich da gerade ganz, ganz neutral. Ich mache gar nichts. Wir gucken uns das Spiel heute einfach nur mal an und sehen ja direkt morgen dann im Video, was sich da getan hat. Das ist ja das Gute an der Geschichte, weil wenn es so sein sollte, Freunde, dann wird das auch heute noch relativ schnell spürbar sein und dann können wir das direkt morgen im Video mit reinnehmen. Dementsprechend sage ich jetzt mal, wir sind schon wieder durch für heute, Freunde. An alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren und unterstützt diesen Kanal bis Ende des Jahres auf dem Weg zu 20.000 Abonnenten. Das wäre eine super coole Geschichte, weil YouTube Analytics sagen wieder... obwohl, Freunde, ich muss sagen, Props an euch. Die Werte haben sich auf jeden Fall verbessert. Ich glaube, ich muss öfter dazu aufrufen.
Jetzt sind es nur noch 35%, aber es sind immer noch 35%. 35% der täglichen Zuschauer dieser Videos sind keine Abonnenten des Kanals. Zwingt euch ja auch keiner, Freunde. Ist ja jetzt nicht das Ding, aber wäre eine nice Geste, auf dem Weg zu 20.000 diesen Kanal zu unterstützen, wäre eine coole Sache und kostet euch ja nichts. Abonnieren ist auf jeden Fall kostenlos. Ne? So, die länger dabei... Ich will ein bisschen switchen. Die länger dabei sind, ihr kennt die ganzen Geschichten. Der Algo wird ein bisschen gedrebelt, Freunde. Und ansonsten gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, kommt gut durch die Halbzeit dieser Woche. Wir sehen uns morgen am Donnerstag, 10.30 Uhr. Gewohnte Zeit, gewohnter Ort. Die Sache ist natürlich jedes Mal wie ein Spiegel, Friends. Wir sehen uns. Deine Gang ist Shitter, meine Gang ist Krypto. Bevor das alles bearish wird, lass mal bullish eskalieren. Krypto-Gang, wir sind eins mit demselben Ziffer-Eis. Wir wollen alle nur noch schnell zählen vor Leid. Krypto-Gang, bist du Soldier oder Member, nur ein Teil. Lass den Algo kicken, schreib doch etwas rein. Trink aus Bärchen-Tasse, denn die ist zu nice. Und auf Instagram verpasst du nie die Zeit.